Oberkörper. Wir kehren uns ab und unser Fuß macht einen Bogen Richtung Spiegel. Es gibt einen ganz grossen Unterschied zwischen einem Seitwärtsschritt, wo der Fuß eigentlich am gleichen Ort wäre, und einem Vorwärtsschritt mit 90 Grad. Das müsst ihr euch merken. Es ist immer noch ein Vorwärtsschritt. Das ist echt wichtig. Und schaut euch, dass ihr probiert, aus dem Oberkörper raus die Bewegung vorauszumachen. Also, geht nicht einfach mit dem Bein und der Oberkörper bleibt immer noch da über, sondern ihr geht mit dem Oberkörperdreher auf ab und den Fuß geht in die Richtung. Das ist 6. Wir gehen Grüezi sagen, 7 auf die Seite und 8 schliessen. Nochmal.